Willkommen zurück zu Minecraft Bedrock Redstone Mechanics. Ich habe euch wieder mal was mitgebracht, etwas, was noch eigentlich in der Entwicklung steht. Aber ich würde es euch trotzdem mal zeigen, weil das Basiskonzept eigentlich recht einfach ist. Und außerdem habe ich das schon fertig. Und zwar ist es ein Fahrstuhl. Ja, es ist ein Fahrstuhl. Wir haben hier einen Fahrstuhl für 2 Etagen. Deshalb noch in der Entwicklung. Ich entwickle nämlich gerade einen, der für mehr Etagen möglich ist. Aber ich wollte euch den trotzdem noch erstmal zeigen. Und wenn wir jetzt mal kurz hier reingehen. So. Und dann einmal klicken. Dann werden wir auch nach oben geschoben. Und jetzt sind wir oben. Wenn wir jetzt nochmal drücken, werden wir auch wieder direkt nach unten geschoben. Also ihr seht, der funktioniert auf jeden Fall. Und ja, wie man es baut, zeige ich euch nach dem Intro. Da haben wir das gute Stück. Es ist recht klein. Es ist nur 5x5 Blöcke groß. Und ihr könnt es natürlich so hoch machen, wie ihr wollt. Und huch, da habe ich ein Obsidian. Das brauchen wir auch gleich, aber jetzt erstmal gerade nicht. Also der Aufzug besteht zum größten Teil aus einer Flying Machine, also einer Flugmaschine. Und hier haben wir das Ding. Das ist 3 Blöcke breit, 4 Blöcke hoch und 2 Blöcke dick. Und ihr seht, hier sind eine Menge Kolben drin. Manche von denen braucht man jetzt bei diesem Flug hier nicht, manche braucht man. Und zwar haben wir hier in der Mitte 2 normale Kolben. Die schieben sich gegenseitig nach vorne. Hier ist der Beobachter, also dieser Kolben wurde gepowert. Der hat den Kolben verschoben und hat hier dieses Schleimblock L verschoben. Hier ist auch noch ein Schleimblock L. Das heißt, dieser Kolben schiebt alle diese Blöcke, auch den da, mit, weil das hier dran befestigt ist. Und wenn es nach unten geschoben wurde, wird natürlich dieser Beobachter aktiviert. Der powert diesen Block und aktiviert diesen klebrigen Kolben. Der zieht dann das Schleimblock L mit sich mit. Und so funktioniert das Ganze, wenn man das jetzt umdreht. Also ich kann ja mal hier kurz die Verzögerung hochstellen. Und da bin ich hängen geblieben und war auch noch zu langsam. Aber ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Es funktioniert ganz gut. Und ich glaube, ja, hier kann ich es besser zeigen. Ich hole mir mal kurz einen Knopf. Also wenn ich diesen Knopf hier drücke, dann wird erstmal dieser Kolben aktiviert. Der schiebt den Beobachter nach unten. Das aktiviert hier diesen klebrigen Kolben. Und der zieht dann den Beobachter dahin. Danach, nach 5 Ticks, wird halt dieser Kolben aktiviert und der schiebt dann diesen Beobachter hier hin, der dann diesen Kolben aktiviert und das Ganze nach unten schiebt. Dann drücke ich hier mal drauf. Es funktioniert recht schnell und die Maschine ist auch recht schnell, also ist ganz toll. Und ihr seht, ich habe hier Blöcke, ja, die habe ich einfach von unten nach oben gezogen. Die müssen, muss kein Obsidian sein oder diese glasierten Turmblöcke. Es liegt daran, dass hier einfach keine Schleimblöcke sind, die sind dahinter. Das heißt, hier könnt ihr jeden Block hinmachen, den ihr wollt. Ihr könnt Quarzblock nehmen, ihr könnt Glas nehmen, auch wenn ich es euch nicht empfehle. Ihr könnt Glas nehmen, ihr könnt Zäune nehmen, ihr könnt alles Mögliche nehmen, was ihr wollt. Und hier hinter muss dann natürlich frei bleiben oder nicht verschiebbare Blöcke wegen diesen ganzen Schleimblöcken. So, ich glaube, genug geschwafelt. Schauen wir uns einfach mal an, was wir brauchen. Das können wir natürlich wieder wegnehmen. So, wir brauchen 2 Knöpfe, 14 Redstone, 5 Verstärker, 4 Kolben, 6 haftende Kolben, 8 Schleimblöcke, 4 Beobachter, 2 Obsidian und 16 Baublöcke. Wir fangen am besten an mit dem Obsidian. Das ist nämlich recht wichtig. Wir haben hier auch ein Obsidian und oben auch ein. Man braucht die einfach, damit die Flying Machine anhält, sonst würde sie
möglicherweise das ganze Gebäude kaputt machen, wenn ihr es in ein Gebäude reinbaut. Aber wenn ihr das auf dem Boden habt, also hier einfach so in einer normalen Welt Boden habt, dann sind das häufig genügend Blöcke, um die Flying Machine aufzuhalten. Dann braucht ihr das natürlich nicht. Ich empfehle es euch aber trotzdem. Also hier haben wir unser 5x5 Baufeld und von der Mitte, na toll, das habe ich jetzt kaputt gemacht. Warum habe ich gedrückt gehalten? Also, wir haben hier die Mitte und eins darüber setzen wir unseren Obsidian-Block. Dann bauen wir jetzt erstmal die Flying Machine. Dazu brauchen wir hier drei Blöcke drauf und dann entweder hier ein Stück oder hier ein Stück. Ich mache es einfach hier dran. Dann brauchen wir erstmal einen Kolben, den packen wir in die Mitte und einen haftenden Kolben daneben. Dann brauchen wir einen Beobachter, den packen wir hier in die Mitte hin. Und die Kiste nehme ich auch mal weg, die stört ein bisschen. Dann haben wir auch schon die untere Hälfte von der Flying Machine fertig. Wir bauen jetzt dasselbe, nur um 180 Grad nochmal gedreht. Also nehmen wir wieder unsere Schleimblöcke, packen es diesmal nicht da drauf, sondern hier drauf. Machen wieder so ein L. Wieder einen Kolben, wieder in die Mitte, der schön nach unten zeigt. Und einen haftenden Kolben wieder daneben. Noch ein Beobachter, diesmal nicht in die Mitte, sondern nur an die Seite. Und wenn wir das Ganze jetzt aktivieren würden, würde das Ding schon in die Lüfte fliegen und wir würden es nie wieder sehen. Deshalb müssen wir oben noch ein Obsidian bauen und ich mache es einfach hier auf derselben Höhe wie da. Ihr könnt es natürlich so hoch bauen, wie ihr wollt, das ist komplett egal. Müsst aber darauf achten, dass das genau hier über den Schleimblöcken ist. Ich habe es eins daneben gesetzt, so. Dann passt es auf jeden Fall, wenn wir es jetzt starten würden, würde es einfach oben stehen bleiben und nichts machen. Das probieren wir gleich, aber jetzt erstmal noch etwas anderes. So, den Beton brauchen wir nicht. Wir brauchen jetzt die Baublöcke. Und auf der Seite, wo der klebrige Kolben ist, auf die Seite müssen wir so diagonal zum Schleimblock einen Block bauen. Und da kommt ein normaler Kolben drauf. An dem Block kommen zwei Verstärker, einer auf vierter Stufe, einer auf einer Stufe. Ich habe es nur mit vier Verzögerungen versucht, da ist es manchmal kaputt gegangen, deshalb nutzt lieber fünf. Dann kommt noch ein Redstone und noch ein Block. Auf dem Block drauf kommt ein haftender Kolben und ein Beobachter. Auf den Beobachter machen wir kurz einen temporären Block und machen darauf einen klebrigen Kolben. Der sollte dann direkt an dem Beobachter dran sein. Dann funktioniert das auch schon. Jetzt müssen wir das nur noch mit Strom versorgen. Das machen wir, indem wir hier an dem Block, wo Redstone daneben liegt, einen Verstärker machen und das einfach hier ganz vorne mit Strom, also mit Redstone auslegen. Block drüber und ein Knopf drüber. So, wenn wir jetzt drauf drücken, würde die Flying Machine losfliegen. Ich würde aber erstmal noch die Kabine bauen. Dazu machen wir unten und oben einen Schleimblock hin. Dann Blöcke. Dann haben wir hier schon eine Kabine. Und jetzt einfach daneben Blöcke nehmen und das einfach bis ganz nach oben ziehen. Ihr könnt natürlich alle Blöcke nehmen, wie ihr wollt. Ist auch komplett egal. Sie werden nicht mitgezogen. Also müsst ihr euch keine Sorgen machen. So, ich glaube, das ist genug. Ja, ist sogar zwei zu hoch. So. Dann haben wir das hier. Jetzt können wir auch schon einsteigen. Und das machen wir auch einmal. Testen. Und irgendwas hat nicht geklappt. Mal schauen, was passiert ist. Ach ja, stimmt. Es ist natürlich nichts passiert, weil dieser Beobachter nicht da war. Das heißt, wir müssen ihn einmal kurz aktivieren. Dann fliegt das Ding los und bleibt genau oben wieder stehen.
Da machen wir jetzt auch mal eine Plattform hin, damit man gut aussteigen kann. Und oben drüber auch ein paar Blöcke. Jetzt müssen wir genau dasselbe System wie unten bauen, nur wieder um 180 Grad gedreht. Dazu nehmen wir uns wieder einen Kolben. Und ihr seht, hier ist das zur Seite verschoben. Das heißt, hier muss ein Kolben hin, ein normaler Kolben. Und hier ist es ein Block vom klebrigen Kolben entfernt. Deshalb müssen wir das zurückziehen. Und zwar so. Dann haben wir das auch erstmal. Dann packen wir hier ein paar Blöcke drauf. 4 Stück. Redstone oben drauf auf dem Block, wo der Kolben drunter ist. Und wieder 2 Verstärker. Der erste mit einer Stufe 4. Der zweite halt nur mit einer 1. Block mit Redstone dahinter noch drauf. Machen wir hier noch einen kurzen Block hin. Und einen klebrigen Kolben drauf, der nach unten zeigt. Und einen Beobachter, der nach unten zeigt. Dann machen wir den Block weg und machen Redstone drauf. Und dann müssen wir das Ganze wieder hierhin verbinden, damit wir wieder nach unten fahren können. Und ich sehe gerade, ich baue das genau spiegelverkehrt wie hier drüben. Naja, ist auch egal. Jedenfalls brauchen wir hier einen Block, hier noch einen Block. Damit der Block nicht mitgezogen wird, müssen wir das so machen. Da kommt Redstone drauf. Dann können wir hier einen Block drauf machen. Und da so schräg einen Block drauf machen. Noch einen Block so dran. Dann haben wir hier so ein L und so eine Abstufung nach unten. Da kommt überall Redstone drauf. Und wenn wir es drücken, fliegt das ganze Ding auch schon los. Ab nach unten. Bleibt unten wieder stehen. Dann drücken wir hier nochmal. Und dann fährt es auch wieder nach oben. Also funktioniert es auf jeden Fall. Und ist auch natürlich recht klein. Ihr könnt das in einen winzigen Fahrstuhlschacht machen. Ist natürlich noch nicht die vollständige Version, aber es funktioniert auf jeden Fall, 2 Etagen schon mal miteinander zu verbinden. Wenn man 3, 4 oder 20 aneinander verbindet, wird es dann natürlich schwer. Dann müsstet ihr 20 Aufzüge bauen, wo man immer wieder den Aufzug wechseln muss, das wäre ja dumm. Oder muss zwischendrin rausspringen aus dem Fahrstuhl, um in die richtige Etage zu kommen. Deshalb werde ich da noch was entwickeln. Ich weiß nicht genau, wann ich dazu ein Video machen werde. Ich weiß nicht, wie lange es noch dauern wird. Ich bin auf jeden Fall dabei. Und ja, das war's dann mit der Folge, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss.